Tag 2 startet unter dem Motto: Morgenstund hat Date im Mund. Gut geschlafen? Ja, sehr gut. Und du? Ja, auch. Du siehst ja toll aus, voll erholt. Ah, danke schön. Anna und Tanja waren ja bisher ganz zufrieden mit meiner Männerauswahl. Was ihnen Andreas und Patrick wohl heute von sich zeigen werden? Kleiner Spoiler, eine ganze Menge. Guck mal, da sind sie schon. Ach, hallo. Aber wir müssen drehen. Gut, und selbst? Ich freue mich sehr, die Anna wiederzusehen. Was passiert jetzt mit uns? Ja, weißt du schon mehr? Ich dachte, wir dürfen jetzt ins Spa gehen. Hast du Lust? Kriegen wir eine Massage, messen wir uns gegenseitig. Darüber reden wir später noch. Aber ich glaube, wir können mal. Okay. Wollt ihr mitkommen? Wir gehen mal ins Spa. Auf jeden Fall. Ja. Gerne. Ja. Früher verdiente Patrick ja sein Geld als Stripper. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Song einspiele. Oh ja! Macht alle mit. Auch wenn ich mir hier die Blöße gebe, ist mir egal. Ach komm, ich mach das schon. Da habe ich mich tatsächlich wieder zu einfach irgendwie selber in eine Situation reinmanövriert, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte, um ehrlich zu sein. Ja, okay, komm. Was sollen wir dazu sagen? War schon hübsch anzugucken. Ich wünschte, ich könnte hier auf dem FKK-Deck dasselbe sagen, aber jeder bekommt das, was er verdient. Und damit gebe ich zurück in den Spa-Bereich. Diese schönen strahlenden Augen, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man beim Thema bleibt. Hallo, ich hab noch nie nach zwei Sekunden beim zweiten Date gesprochen. Andreas, der ist charmant, der ist witzig, ist einfühlsam. Ich finde schon, dass er ein interessanter Mann ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es mit ihm nicht langweilig werden wird. Das gilt es doch schnell zu überprüfen, denn die nächsten Männer stehen quasi schon in den Startlöchern. Genauer gesagt stehen sie mit ihren Koffern am Hafen von Las Palmas und warten darauf, an Bord zu gehen. Während die alten Männer von Bord gehen. Aber zum Glück nicht alleine. Fahrlehrer Luc und Saarländer Nico führen Theresa und Anne ins Aquarium aus. Das ist mir aus immer Beziehung auf jeden Fall wichtig, dass man miteinander redet. Und im besten Fall möchte ich halt jemanden, der es ernst meint, für den ich mal genug bin und der halt wirklich sagt, bis das dort wird und schadet. Das wäre schön. Also kein Frosch, der sich dann wieder in einen Ex-Ehemann verwandelt, sondern ein echter Prinz. Die ersten Fische. Krass, da so drüber zu gehen. Ich habe ja das Gefühl, diese Dates könnten ein bisschen Romantik vertragen. Ich organisiere da mal eben was. Bis gleich. Wow. Ist ein Hai hier drin. Ganz unten ist ein Hai, oder? Ja. Oh, krass. Anne und der Nico sind so optisch ein sehr süßes Paar. Ich finde aber, es sind beide ziemlich ruhige Typen. Ich finde Nikos Augen wunderschön. Und auch in der Gesamterscheinung ist er ja ein äußerst attraktiver Mann. Mehr kann ich tatsächlich noch gar nicht so sagen. Also es kam noch nicht so gefühlstechnisch jetzt irgendwas so richtig rüber. Erstmal das Äußere passt, mag ich. Wir hatten damals auch ein Aquarium, als ich ein Kind war. Hattet ihr Haustiere? Katzen. Aber Fische hatte schon nie so eine Affinität dazu. Also ich finde, wir haben jetzt den Smalltalk abgehakt und wir sollten jetzt mal in die Tiefe gehen. Bin ich auch dabei, auf jeden Fall. Noch einen Moment, ich bin gleich soweit. Vorher interessiert mich aber noch, wie Anna und Andreas der Switch von Doppeldate zu Deep Talk gelingt. Was beschäftigt dich aktuell zurzeit? Also womit setzt du dich aktuell so ein bisschen auseinander? Ich habe halt vor nicht allzu langer Zeit meinen Beruf aufgeben müssen, der mir super wichtig war. Ich bin halt super gerne Stylistin gewesen. Und ich glaube, dass deswegen jetzt ich tendenziell eigentlich mir wenig Gedanken mache, weil ich habe jetzt wieder was gefunden und ich fühle mich total wohl und glücklich in meinem Leben und ich mag mein Leben, wie das ist, also wirklich sehr, ich mag es wirklich sehr gerne. Es war eine Überbelastung, ja, ich habe einfach zu viel Sport gemacht, zu viel gearbeitet auch und jetzt bin ich Social Media Managerin, IHK geprüft. Natürlich gibt es Leute, die sich, es tut mir echt leid,
einfach so hin vegetieren und auf die Holzkiste warten, um jetzt mal ganz ehrlich mal so ein bisschen salopp zu sagen. Ne? Aber so ein Mensch bin ich überhaupt nicht. Ich möchte das Leben genießen und ich möchte auch alles. Ich möchte viel sehen, ich möchte viele tolle Menschen kennenlernen. Ich bin super viel unterwegs, ich bin ständig auf Events. Ich möchte spontan sein, ich möchte gerne mit einem Partner zusammen sein, der das bereichert, was ich schon habe.